Hey Leute, willkommen zurück zu Third Age Total War. An diesem, glaube ich, Donnerstag müsste es jetzt sein. Ich habe heute 10 Stunden Schule, also wenn ihr das seht, bin ich noch in der Schule. Donnerstag ist mein absoluter Lieblingstag, nicht. Yes, my lord. Aber mal gucken, jetzt ist gerade Dienstag, wo ich das Ding hier gerade aufnehme. Aber mal schauen, was heute hier so geht. Ich hoffe ja, dass es ganz spannend wird, ganz gut wird. Wir haben ja irgendwann mal haben wir hier eine relativ gute Schlacht auch geschlagen. Haben jetzt letztes Mal haben wir hier oben eine Schlacht geschlagen, hier in Bualg. Oder Bualge oder wie auch immer. Your orders, my lord. Ja. My lord. Gut, jetzt würde ich sagen, schicken wir ja hier die Truppen runter. Hier oben müssen wir sie wieder fortbilden. Hier warten wir darauf, ob Dol Guldur jetzt von den Elben hier besetzt wird oder nicht. Deswegen beenden wir gleich mal eine Runde. Ups, so. Ich habe gerade noch meine Uhr von meinem Handy an meinem Wecker rumgespielt. So. Ich hoffe ja persönlich, dass die das... ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn die es erobern oder ob es nicht gut ist, wenn sie es erobern. Ich meine, Dol Guldur selber zu erobern wäre eigentlich ganz nice und sie haben es irgendwie verkackt. Warum auch immer, weil so stark sieht die Armee da drin jetzt auch nicht aus, gell? Schauen wir mal. Your orders, my lord. So viel ist da jetzt nicht drin, Jungs. Hier, was ist los mit euch, Elben? We shall engage. I'm gonna stick you. Was haben wir hier denn Schönes? Kleine, feine Ork-Armee. Sagen, die machen wir mal kurz platt. Attack! So, auch wieder so ein mega cooles Bild hier. Ja, ich bin gerade auch am überlegen, ob wir aus der Stadt, wo wir da besetzt haben, die Truppen rausziehen sollen, weil, so wie ich gerade gesehen habe, kommen da relativ viele Ork-Armeen, stehen da noch rum. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob man da die Leute lieber nicht rettet und die Stadt dann lieber wieder zurückerobert. Das muss man mal noch sehen. Als erstes bauen wir mal hier unsere Truppen auf. Hinten die Kaff, die möchte ich ein bisschen schonen, eventuell. So. Als erstes können wir mal, denke ich, einiges mit unseren Bogenschützen auch wieder weghauen hier. Hat der Gegner denn selber auch Fernkämpfer? Ja, eine Einheit, nee, zwei Einheiten. Da schicken wir mal unsere Kaff rum. Das kann ja nicht schaden unbedingt. Ich meine, wenn die hier an der rechten Flanke nur laufen, ohne irgendwelche anderen Truppen, dann ist das eigentlich ganz annehmbar. Ja, da haben sie jetzt schon einige abgemurkst da hinten. Vor allem einige von Kamuls Shadow Rangers, Shadow Bows, meine ich. Warte mal, ist das jetzt eine andere Einheit? Shadow Bows und Shadow Rangers, keine Ahnung. Kann sein, dass die sich hier zurückziehen. Das wäre ja mords interessant. Ja, wie es aussieht. Ah ne, doch nicht. Ja, der Ansturm war jetzt auch wieder so mäßig, gell? The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Wieder ein schöner Ansturm hier. Ja, oder wenigstens ein Ansturm überhaupt. Das freut mich ja schon mal. Gut, und zurück.
So, hier werden sie ganz nett getroffen, wie es aussieht. Aber trotzdem müssen wir mal kurz mit unseren Bogenschützen zurück. Okay, die werden jetzt mal hier noch angreifen, die werden hier mal noch angreifen, so. Ziehen wir uns kurz zurück, hoffen, dass wir gleich wieder schießen können, nochmal eine Salve, das wäre natürlich sehr schön. Aber doch ein bisschen mehr Reiter verloren, als ich mir eigentlich das Ganze vorgestellt habe. Good tidings. The enemy general lies dead. So. Da wird man mal unsere Truppen aufstellen gleich. They have lost half their men. Und dann wird man da mal hier schnell reinrennen. Uiuiui, verlieren wir hier einige. Diese Pikeniere scheinen ganz gut zu sein, aber jetzt, wenn wir hier von der Seite bzw. vom Rücken von hinten her kommen, sollte das ja eigentlich besser was werden. Wenn die sich einigermaßen anstellen würden, unsere Leute hier. Wir müssen echt bedenken, wir müssen durch Ulendor erobern. Das wird jetzt nicht unbedingt so eine sehr chillige Sache, gell? Aber es läuft anscheinend ganz gut. Leider haben wir anscheinend nicht alle Bogenschützen mehr erwischt. Dafür haben wir sonst die restliche Armee vernichtet, bis auf einen. Okay, das ist ganz gut. Haben es gerade ganz vergessen zu schauen, wie viele Verluste wir hatten. Ich glaube, ein bisschen zu viele. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber naja, was soll's. Gut, perfekt. Ja, hier oben kommt halt wieder so eine weitere relativ starke Armee, wie es aussieht. Ich meine, aber um die eine Einheit ist auch nicht so schade, falls wir die verlieren sollten. Das ist schon auch nicht so wild. Schon wieder so eine scheiß Armee hier, verpisst euch. So. Gut, was haben wir hier oben? Haben wir das Ding gebaut? Ja, genau, okay. Sheep Farming. Natürlich die Frage, ob man die jetzt hier unbedingt braucht, eigentlich nicht. Hier können wir so einen Markt bauen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, durch Trade Income von 595 denke ich, ist das ganz gut. Und ansonsten können wir das hier noch bauen, aber viel mehr brauchen wir nicht. Hearth Watchman kriegt man hier auch in der Rodung, okay. Oder nur in der Rodung sozusagen eigentlich. Hm, okay. Warte mal, was denn ist da? Barding Hearth, Dale Swordsman, Dalian Swordsman, Hearth, Dalian Riverman. Ach, das sind die, wo wir da in der Kaserne rekrutieren können. Ja, hier ist ja unsere Militärstadt. Unten ist unsere Wirtschaftsstadt. Das bedeutet für uns prinzipiell, wir haben jetzt hier ein Trade Income von Income from of 778, hier eins von 1728. Eigentlich müssten wir hier hingehen und unsere Wirtschaft auch ausbauen. Aber hier oben war halt schon unser Militär ja schon ganz gut ausgebaut. Von dem her ist das jetzt nicht ganz so wild. Ja, ich möchte dann gerne hier noch das da bauen. Mal kurz gucken, 83%. Ja, das reicht für die ganzen Einheiten hier. Das ist gut. So, das heißt, wir bauen hier jetzt mal noch ein bisschen weiter aus, das Ganze. Ja, und dann wird man mal weitersehen. Es braucht ja alles relativ viel Geld, also was soll's, gell? Ich sage, bauen wir hier mal noch erstmal noch so einen Markt. Vielleicht ein bisschen besser erstmal.
Beziehungsweise... Ja. Möchte ich doch noch mal was anderes machen. Vielleicht bauen wir lieber so eine Merchant's Wharf hier. Ja. Das passt besser. Vielleicht, weil hier ist ja doch über viel mit dem Seeweg wird hier gehandelt. Also ich denke, das wäre dann doch besser. As you wish. So, die ganzen Einheiten hier fortbilden, das braucht jetzt wie gesagt seine Zeit. Das Problem ist, wir können ja momentan keine von diesen komischen Speerträgern hier mehr rekrutieren. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch mal unsere anderen Einheiten, bis auf diese 87 hier. Die ganzen Reiter lassen wir auch in der Stadt hier. Und diese Einheiten könnten wir auch mal darüber schicken. Ja, gut, also ich denke, das passt dann soweit mal. Hier wird ja gerade ausgebaut das Ganze. Ja, hier gibt es nichts zum Bauen. Your orders, my lord. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein paar schöne, nette Truppen drin. Gut, und dann würde ich sagen, bilden wir die hier mal noch fort. Yes, my lord. Und beenden noch mal eine Runde. Gut, perfekt. Ja, sobald Dol Guldur fällt, soll es eigentlich mal hier langsam dem Ende zugehen. Aber naja, ganz sicher ist das Ganze noch nicht. Vor allem wenn ich da oben rechts am Kartenrand oder jetzt am Bildschirmrand diese eine relativ große Armee hier sehe. Ich weiß ja nicht, was die, wie gut die ist und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht nur die schlechtesten Truppen sind. Your orders, my lord. I'm gonna stick you. Die tun wir jetzt da erstmal getrost ignorieren und greifen hier weiter an. Oh, ein Reiter übrig in der Einheit. Gut, okay. Ja, hier haben wir jetzt ja die Dings ausgebaut. Das ist gut. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier diese Standing Stones. Würde ich sagen. 4500, aber wir müssten... Also wirklich viel Geld Unterschied macht das jetzt auch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch nicht Steuern erheben oder erhöhen, besser gesagt. Passt auch so. Yes, my lord. Ja, können dann noch mal eine weitere Runde beenden. Das da oben habe ich jetzt ganz vergessen, aber ist jetzt auch nicht so wild. Und dann eine Runde früher oder später dran sind mit dem Fortbilden der Einheiten. So. Hiding from the enemy. Ja, ich kann übrigens auch noch nicht ganz versprechen, wie es aussieht mit dem Wochenende und so weiter, mit Videos und auch nächste Woche kann ich es nicht ganz versprechen. Ich schreibe jetzt nächste Woche meine erste Wirtschaftsarbeit und die erste Arbeit im ganzen Schuljahr. Ihr wisst ja, ich bin ja aus Baden-Württemberg, da fängt ja das nach den Sommerferien immer ein bisschen später an, gell? Nicht, dass sich hier wieder alle drüber aufregen, warum es bei mir jetzt erst anfängt und so. Ja, also da fängt das jetzt an und ich weiß halt noch nicht, wie das dann wird und wie viel da noch dazu kommt bis dahin und so. Also momentan finde ich es eigentlich ganz chillig und recht entspannt, aber naja, mal gucken, gell? Und deswegen weiß ich jetzt, und am Wochenende bin ich bei meiner Tante auf dem 50. Geburtstag und dann weiß ich halt auch noch nicht so richtig, da bin ich dann Samstag und Sonntag weg. Und da bin ich mir dann auch noch nicht so ganz sicher, wann ich dann nach Hause komme. Oh, wir haben hier nochmal eine feindliche Armee. Größtenteils bestehen aus irgendwelchen hässlichen Katapulten oder Ballisten. Sollte ja eigentlich nicht so das Problem werden. Ja, auf jeden Fall weiß ich, wie gesagt, noch absolut gar nicht, wie ich da dann zum Aufnehmen komme. Jetzt ist, wie gesagt, heute ist Dienstag, morgen Mittwoch, Donnerstag habe ich ja mal Mittagsschule und so. Und da wird es dann auch nicht so viel werden mit dem Aufnehmen. Freitag vielleicht, außer ich bin zu müde. Aber dann ist halt eben auch die Frage,
wie viel ich da dann noch schaffe, gell? Also kann sein, dass Freitag, ich weiß jetzt gar nicht, was da kommt, normalerweise für Westeros sollte da dann kommen, bin mir noch nicht so sicher, ob das dann was wird, und auch so am Wochenende weiß ich auch noch nicht, inwieweit ich da das schaffe, und wenn am Freitag, dann kann es auch durchaus sein, dass es ein bisschen später kommt, je nachdem, wenn ich aus der Schule komme und wenn ich dann auch noch viele Hausaufgaben aufkriege, ausgerechnet, diese Woche und dann auf Montag oder auf Dienstag oder so, dann muss ich das auch noch machen. Das wäre natürlich alles ein bisschen blöd, gell? Aber ich kann es euch halt momentan noch nicht so richtig sagen, wie es damit aussieht. Drum, ja, muss man da immer halt ein bisschen drauf achten. In den Sommerferien war das was anderes. Jetzt, wenn jetzt wieder Schule klar ist, jetzt seit 3 Wochen, 4 Wochen, da ist das natürlich jetzt wieder was anderes, ist ganz klar. Ja, ich muss mich da jetzt auch schon ein bisschen reinfinden. Ist ja wie gesagt auch die ganze neue Schule und so. Und dann ist man sich da auch teilweise nicht so ganz so sicher, wie es damit jetzt aussieht, gell? Also hoffe ich, dass ihr mich da verstehen könnt. Und meine Bogenschützen verstehen mich nicht ganz so gut. Ich mache nämlich eine ziemliche Scheiße, nämlich meine eigenen Reiter abschlachten. If we continue like this, we will smash the enemy. Diese Trollkatapulte sind übrigens ziemlich mächtig, gell? Mein Troll und so, gell? Jetzt ziehen wir mal unsere Kaff da raus, bevor da kein Reiter mehr lebt. Aber was ich damit eigentlich erreichen wollte, ganz klar, ein bisschen Verwirrung in den feindlichen Reihen stiften, ein bisschen Unruhe, bis unsere Infanterie da ist. Ganz hingehauen hat es leider nicht so. Das waren eigentlich hier hinten auf die Trolle schießen. Nebenher am besten so viele von diesen Plate Masters da mitnehmen, die wie geht. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Okay, perfekt, da sind sie jetzt durchgebrochen soweit, dann können wir da mal weg rüberlaufen. Jetzt haben sie mich hier wieder aufgehalten. Dummerweise. Ach, leider ist noch keiner von den Trollen verreckt. Bisher. Bevor die sich hier eingeschossen haben, fangen wir mal lieber an, hier anzugreifen. Greifen wir mit euch da mal weiter an. Ich würde gerne da hinten noch diese komischen fliehenden Mirkwood Hunters töten. Only half the enemy force remains. Okay, jetzt haben wir schon die meisten der Trolle gekillt, wie es aussieht. 3 Leben hier noch. Können wir auch mal aufhören zu feuern. Ach, die feuern hier auf das Katapult drauf. Die sind auch lustig. Drei Trolle leben noch. 7 getötet. So meinte ich. Habe ich gerade gesagt, wir 3 haben wir schon getötet oder so. Naja, wenn, dann meinte ich das nicht so. Ich meine es andersrum. 3 fehlen. Ah, da liegen 2 nebeneinander. Okay. Our men have slain the enemy general. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Wups. Schlacht gewonnen. Jetzt versuchen wir noch die 3 hier auch noch zu töten. Die 2 da hinten natürlich auch noch. Wie viele Verluste hat man denn da jetzt?
Ja, Verluste halten sich in Grenzen, wie es aussieht. Selbst hier habe ich jetzt nicht so übermäßig viele Leute verloren. Ja, wobei, doch ein paar schon. Wird so von 100 Verlusten ausgehen. Ich denke, das sind wir ganz gut beieinander. Ah, komm! Ich weiß nicht, euer Ernst. Ernsthaft. Ja, einen haben sie überlebt. 117, ja, ich habe gesagt 100. Passt also. Vielleicht ein bisschen viel, ob das jetzt viel oder wenig war, lässt sich jetzt drüber streiten. Ich meine, wir mussten halt diese Ballisten und so weiter angreifen, sonst hätte es wahrscheinlich noch mehr Verluste gegeben. Das Gute ist, jetzt haben wir schon die meisten Leute gekillt, bevor wir überhaupt Dolgundo angegriffen haben, gell? Müssen wir auch mal sehen. Yes, my lord. Jetzt holen wir uns hier noch so eine Einheit, das kostet jetzt zwar ein bisschen was, aber die sind halt auch ziemlich gut, wie es aussieht. Okay, hier ist auch die Faction Leader drin. Mirkwood Uruk Host und Camus Shadowbows und Mirkwoods Stalkers. Your orders, my lord. To battle. Jo. We shall prevail. Also, dann würde ich sagen. Yes. Ja, da oben kommt diese hässliche Armee da jetzt. Mal gucken, ob sie wieder wegrennen oder ob sie jetzt da tatsächlich angreifen. Wäre natürlich blöd, gell? So, ja, hier bilden wir fort. Hier oben bilden wir auch noch fort. Das geht jetzt noch beides zwei Runden. Das ist klasse. Können wir nämlich endlich mal vielleicht die Truppen runterschicken und dann einen Teil in Bualk lassen und mit den Restlingen weiterziehen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, entweder die eine Stadt zurückerobern, da mitten im Düsterwald, oder wenn sie nicht angegriffen wird, erst diese eine Armee vernichten irgendwie und dann vielleicht da mal die eine oder andere Stadt erobern im Osten des Düsterwalds. Ja, wäre natürlich klasse. Weil ich jetzt ehrlich sagen muss, mir wäre es lieber, wenn die eine Armee jetzt wieder Bualk belagern würde, statt irgendwas anderes. Oh, ich habe momentan leider das blöde Gefühl, dass die hier rüberkommen werden. Oh, oh, oh. Yes, my lord. Sagen wir, fangen mal lieber an, ein bisschen was an Zeug zu bauen. In zwei Runden sind sie noch nicht da, aber dann irgendwann mal. Sollten wir mal anfangen, ein bisschen was zu machen. Wo baut's nochmal den Markt? Ach ja, hier oben. Okay, hast du gebaut. Sehr schön. Ja, gut. Noch eine Runde, dann sind die ganzen Truppen fortgebildet. Und dann ist auch unser Part wieder zu Ende. Und dann machen wir das jetzt noch geschwind fertig. Es hat noch Zeit. Ja. Gut, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier, den nehmen wir mal. Und dann würde ich sagen, welcher ist hier denn so der beste General von denen? Alle scheiße. Nehmen wir hier gerade. Und wir nehmen hier noch mit. Komm, nehmen wir gerade den hier mit. Und vielleicht nochmal einen. Wir nehmen jetzt einfach die zwei hier mit. Oh fuck. Gut, okay. Und dann nehmen wir hier die ganzen Truppen mit. Sehr schön. Und haben jetzt eine starke Armee, der wir hier runterlaufen können. Dann werden wir mal weitersehen, wie es aussieht. Standing Stones hat es da oben fertig gebaut. Das heißt, wir können jetzt hier unseren Markt bauen. Und ja, perfekt. Hier baust du ja noch schön. Vielleicht bauen wir nochmal zwei Rammböcke. Nochmal einen. Nochmal eine Leiter. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich weiß noch gar nicht, ob wir die Schlacht dann selber spielen werden oder ob wir das auswürfeln lassen, das weiß ich noch nicht so ganz.
Also mega viele Leute sind das jetzt auch nicht, gell? Das bräuchte man dann eigentlich nicht spielen. Ja. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, wann dann das nächste Part dann vom, egal welchen, ob es Westeros oder Third Age ist, kommt. Weiß ich nicht, werden wir dann sehen. Aber schon mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.